13. Juni 99. Die Hansestadt Bremen hat wieder einmal grün-weiß geflaggt. Müde, aber voller Stolz präsentieren Thomas Schaaf und die Mannschaft von Werder den tags zuvor gewonnenen DFB-Pokal. Nach dem Europacup und drei Meisterschaften, ausgerechnet im Jubiläumsjahr, noch ein Triumph. Der Pott ist zum vierten Mal an der Weser. Mit wehenden Fahnen und unter dem verdienten Applaus der zahlreichen Werder-Fans geht es dann zur Stätte aller Bremer Feierlichkeiten. Bernhard Trares darf den Pokal zum Rathausmarkt tragen, wo halb Bremen den jüngsten Triumph von Werder feiert. Wenige Wochen, nachdem hier ein anderer Erfolg Anlass freudiger Stimmung gewesen ist. Februar 1999, feierlicher Festakt für einen Jubilar. Werder Bremen wird 100 und da ist die obere Rathaushalle der Hansestadt gerade gut genug, um das Ereignis gebührend zu würdigen. Drei Männer haben das Gesicht des Vereins in der jüngeren Vergangenheit besonders geprägt. Dr. Franz Böhmert, der Präsident, sein Vize Klaus-Dieter Fischer und Manfred Müller, der Schatzmeister. Die Namen stehen für Kontinuität und für hanseatische Lebensart zugleich. Bei allen Entscheidungen, die das Präsidium auf den Weg bringen musste, der Familiensinn ist der Führungskrew des Vereins nie abhanden gekommen. Und so ist es selbstverständlich, dass sich auch zum Jubiläum verdienstvolle Werdergrößen von einst einfinden. Eine ganze Stadt gratuliert. Und das zeigt schon den Stellenwert des SV Werder auf. Ein professionell geführter Club, der sich im Laufe seiner Geschichte zum Imageträger für Bremen entwickelt hat. Werder Bremen ist eben noch ein Verein ist das, hier ist noch Gemeinschaftsleben drin. Steilangriff, nach vorne gespielt, auf Köckner, der vorbei an Wessel, ins leere Tor, Tor! Gattischak, der gibt zu Werner, Werner da innen, Tor! Ohrenbetäubender Jubel, das hat Bremen noch nicht erlebt, was sich jetzt abspielt. Hier haben sich bereits einige tausend Menschen eingefunden, die trotz des schlechten Wetters hier geduldig ausharren, um die Mannschaft zu begrüßen. Und hier ist sie zum ersten Mal in Bremen, die Viktoria, die Silberschale für den neuen deutschen Meister, für Werder Bremen. Die ganze Hansestadt ist auf den Beinen und feiert ihre Helden. Ein Märchen ist wahr geworden und findet fünf Jahre später mit einem neuen Vorstand seine Fortsetzung. Wir schreiben das Jahr 1970. Eine nicht immer ernstzunehmende Rückblende. Der Bundeskanzler ist Willy Brandt. In Bremen kam ein kleiner Vorstand zur Welt. Böhmi, später bekannt als Dr. Böhmert. Und Fischi, bekannt als Vize Fischer. Der kleine Vorstand wurde bald sehr groß und hieß Werner aus Bremen. Werner hat mein Leben sehr stark motiviert und begeistert und so ein bisschen grün-weißes Blut fließt da auch.
Es war eine schöne Zeit und der Vorstand bekam schon früh Nachwuchs. Sie nannten ihn Willi. Er hatte schon damals wenig Haare. Das war vor 17 Jahren. Der Vorstand ging fleißig seinen Aufgaben nach und bekam bald einen neuen Boss. Der hieß Otto Rehhagel. Schöne Flanke. Rostov Marschall. Nochmal verlängert. 14 Jahre ging das so. Nein! Dr. Böhmert konnte sich beruhigt zurücklegen. Otto machte alles. Warum muss ich das eigentlich kommentieren? Otto Rehhagel und die Zusammenarbeit, die wir hatten in Bremen, die ist einmalig. Die wird wahrscheinlich nicht wiederkehren. Aber ich wünschte es mir, dass es wieder so kommt. Nach Rehhagel gab es nur auf die Socken. Tut mir leid, mein Herr, das ist kein Sanatorium hier. Sie können hier nicht rumliegen. Gehen Sie zum Notarzt, wenn Sie Beschwerden haben. Die neuen Bosse waren gar nicht wie der alte. Der Vorstand kündigte und kündigte. Es sollte sein wie früher. Deshalb suchte der Vorstand alte Freunde. Doch die wollten nicht nach Bremen. Warum, weiß ich auch nicht. Und heute Willi, 17 Jahre Werder-Familie, immer noch fleißig, aber oft so blass. Der Vorstand macht sich Sorgen und hat Willi bei der Suche nach dem neuen Boss sehr geschont. Ja, er war sehr, sehr angeschlagen, weil natürlich das ihm persönlich sehr nahe ging mit Wolfgang Sittgart. Der neue Felix Magath ist auf jeden Fall ein harter Hund. Ist jetzt noch härter geworden. Also wirklich, ich habe mir da Sachen ausgedacht. Steine schleppen, Bäume fällen, Auto waschen. Was wird nun mit Willi, Böhmi und Fischi? Als Willi Lemke 1981 das Amt des Managers übernimmt, ist Werder nach einem Jahr zweite Liga gerade wieder aufgestiegen. Mit einem hochmotivierten Trainer Otto Rehhagel schaffen die Hanseaten gleich wieder eine Überraschung. Sie schlagen Meister Dortmund und Pokalsieger Frankfurt und sichern sich einen Platz im internationalen Wettbewerb. Die Mannschaft hat Großes vollbracht, doch weiß der Vorstand, dass neue Spieler kommen müssen. Frank Neubart, Wolfgang Sittka und vor allem Rudi Völler erweisen sich als wahre Glücksgriffe. Ich bin aus der zweiten Liga gekommen, zwar als Torschützkönig von 60 München, bin nach Bremen gegangen und Otto Rehhagel hat mir sofort das Gefühl gegeben, dass ich sein absoluter Topmann bin, dass er auf mich baut und hat gesagt, so die Spielweise, wie wir spielen in Bremen, wir sind zwar noch so ein bisschen die graue Maus, das war damals so 82, aber die Spielweise, die wir spielen, die wird dir Rudi absolut zugutekommen. Du wirst dadurch viele Tore schießen und wirst früher oder später in der Nationalmannschaft kommen. Mit beidem sollte Otto Rehhagel recht behalten. Gleich im ersten UEFA-Cup-Spiel nach dem Wiederaufstieg stellt Völler gegen Frankfurt-Oder seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Zunächst trifft Uwe Reinders, einer der Publikumslieblinge in den 80ern. Und dann folgt der Auftritt des Neuen. Rudi Völler macht den Erfolg perfekt. Endstand 2:0. Die Saison 82-83 beendet Bremen als Vizemeister, punktgleich mit dem HSV. Trotzdem wird in der Stadthalle die erneute Teilnahme am UEFA Cup gefeiert. In der Saison 83-84 trifft Werder in der ersten Runde auf die Schweden von Malmö FF. Bruno Petzai und Wolfgang Sittka besorgen den Einzug in die zweite Runde. Das Aus kommt schließlich gegen den ersten FC Leipzig. So kann man sich voll auf den DFB-Pokal konzentrieren. Im Halbfinale kommt es auf dem Gladbacher Bökelberg zu einer äußerst hektischen und dramatischen Partie. Nach 1:3 Rückstand kann Werder das Blatt wenden und mit 4:3 in Führung gehen. Benno Möhlmann gehört zu den Torschützen. Und wieder einmal Uwe Reinders. Dann ist es Hans-Jörg Kriens, der doch noch für den Gladbacher Erfolg sorgt. Zunächst trifft er in der 90. Minute zum Ausgleich und in der Verlängerung zum 5:4 Endstand.
Ein halbes Jahr später, im Herbst 84, steht Wolfgang Sittka als tragischer Held im Mittelpunkt. Ich habe immer noch gehofft, dass wir ein Tor schießen, natürlich. Das war mein erstes Eigentor, seitdem ich Fußball spiele überhaupt. UEFA Cup gegen Anderlecht. Das Hinspiel geht mit 1:0 verloren. In Bremen bahnt sich jedoch die Wende an. Sittka per Elfmeter zum ersten und per Kopf zum zweiten. Doch sein dritter Streich geht nach hinten los. Sittkas Eigentor kurz vor Schluss beschert das Aus in Runde 1. In der Bundesliga schießen die Bremer mit 87 die meisten Tore und feiern die erneute Vizemeisterschaft. Werder gegen Bayern heißt der Zweikampf der 80er Jahre. Am 23. November 85 verletzt sich Rudi Völler nach einem Foul von Augenthaler derart schwer, dass er ein halbes Jahr pausieren muss. Ausgerechnet wieder gegen die Bayern feiert Völler im Rückspiel in Bremen sein Comeback. Ein Sieg in dieser Partie und Werder wäre Meister. Rudi erinnert sich. Es war ja praktisch wie in einem Film, in einem schlechten Hollywood-Film, sagen wir mal so, in einem B-Film, als wenn jetzt irgendwie ein Drehbuch geschrieben wurde. Ich habe mich praktisch im Hinspiel verletzt, bin fast ein halbes Jahr ausgefallen und in so einem entscheidenden Spiel, wo die deutsche Meisterschaft entschieden wird, bei einem Sieg für uns, wäre ich dann eingewechselt. Der schlechte Film wird beinahe zu einem guten. Nach einem Zweikampf zwischen Völler und Lerby erkennt der Schiedsrichter irrtümlich ein Handspiel und gibt Elfmeter. Der zweite Titel ist zum Greifen nahe und die Nerven liegen nicht nur bei Norbert Meyer blank. Wir schreiben die 89. Minute. Ei rein, den! Oder abwählen! Komm mal weg hier! Komm mal weg hier, das kriegt ihr nie mehr in Interview fahren. Michael Kutzop. Er verschießt seinen einzigen Elfmeter und verspielt die vorzeitige Entscheidung. Werder wird zum dritten Mal wieder nur Vizemeister. Das war schon bitter. Wir hatten ja noch die Möglichkeit, drei Tage später haben wir dann in Stuttgart, wir hatten immer noch zwei Punkte Vorsprung, trotzdem haben wir dann in Stuttgart gespielt. Aber es ist für uns an dem Tag schon eine Welt zusammengebrochen. Also wir haben da fest von dann geglaubt und das entscheidet man natürlich auch der Elfmeter kurz vor Schluss. Ich glaube, wenn der Elfmeter nicht gewesen wäre und es wäre trotzdem 0-0 ausgegangen, dann wären wir auch etwas anders nach Stuttgart gefahren. Aber so war natürlich der Frust sehr groß bei uns. Zum Ende der Saison 85-86 verliert Bremen Deutschlands Lieblingsstürmer. Rudi Völler verabschiedet sich in seinem letzten Spiel mit dem 2:1-Treffer gegen Köln und seinem 97. Bundesligator im 137. Spiel für Bremen. Rudi Völler, ein Bremer Idol bis heute. Bremer Zeit war eigentlich, was die Kameradschaft anbetrifft, was das Kollegiale, das Leben auch außerhalb des Fußballs anbetrifft, war das die schönste Zeit auf jeden Fall. Wechsel nach Italien zum AS Rom fließt so manche Träne. Und die Journalisten fragen sich besorgt, was wird aus Werder? Das Präsidium gibt die Antwort und holt einen fast unbekannten 21-Jährigen von der Spree an die Weser. Und nicht zuletzt dank 18 Treffern von Karl-Heinz Riedle gelingt 1988 endlich das, wonach sich Bremen seit 23 Jahren sehnt. Die zweite deutsche Meisterschaft.
Mit einem 1:0 Erfolg in Frankfurt beschließt Werder eins der erfolgreichsten Jahre in der Vereinsgeschichte. Bremen kassiert in dieser Saison nur 22 Gegentore. Das bedeutet ebenso ewigen Bundesliga-Rekord wie die 641 Spielminuten von Oliver Reck ohne Gegentreffer. Und in der Hansestadt feiern sie wieder einmal. Eine ganze Stadt ist auf den Beinen, um ihre Helden hautnah zu erleben. In derselben Saison beginnt Werder Europapokalgeschichte zu schreiben. Das Spiel gegen Spartak Moskau gilt als das erste Wunder von der Weser. Nach der Hinspielniederlage von 1:4 kann Werder durch zwei Tore von Neubart sowie Ordenewitz und Sauer die Verlängerung erzwingen. Durch zwei weitere Treffer von Ea Riedle und Manni Burgsmüller schafft Bremen den sensationellen 6:2 Erfolg gegen Moskau. Im folgenden Jahr erlebt Bremen ein weiteres Wunder. Gegen Dynamo Berlin bahnt sich die Wende ganz langsam an. Nach der 0:3 Hinspielniederlage keimt durch Kutzhoffs Führung erste Hoffnung auf. Und dann kommt der SV Werder gewaltig. Hermanns Hammer zum 2:0. Das 3:0 durch Riedle. Alles wieder offen. Schließlich macht sich die Verpflichtung von Ottos Alterspräsident bezahlt. Manni Burgsmüller trifft zum 4:0. Und die Zugabe durch Thomas Schaaf. Ein 5:0 Triumph lässt das 0:3 vergessen. Werder ist eine Runde weiter. Und die Führungsetage genießt den Rauschzustand. Auch die Saison 89-90 bringt zwei weitere unvergessene Spiele. Gegner Maradonas SSC Neapel. Dem 3:2 Auswärtssieg folgt am 4. Dezember 89 die Demontage der Italiener. Am Ende heißt es 5:1 für Grün-Weiß. ...1991 bekommt Willi endlich den Pott von Otto aufgesetzt. Der DFB-Pokal ist eingefahren, im dritten Versuch. Winton Rufer hält der Halbfinalbegegnung mit Eintracht Frankfurt. Beim sensationellen 6:3 trifft allein der Neuseeländer dreimal. Rufer, der legitime Nachfolger von Völler und Riedle. Im dritten Jahr in Folge erreicht Werder das Finale in Berlin und zigtausend mitgereiste Fans erleben den Krimi gegen den ersten FC Köln. Auszüge aus der Rundfunkreportage. Uli Borowka, der nimmt jetzt einen Anlauf von 10 Metern, als wollte er das Kölner Tor aus dieser Entfernung direkt anvisieren, hat er auch getan, aber der Ball bleibt hängen. Klaus Allofs Rückpass auf Eis, schießt und Tor! 48. Minute, 1:0 für den SV Werder Bremen durch Dieter Eils. Doch Köln hält dagegen und kommt durch Maurice Banner zum Ausgleichstreffer.
Nach einer torlosen Verlängerung muss das Elfmeterschießen entscheiden. Und als Olli Reck den Strafstoß von Littbarski hält, hat es Uli Borowka in der Hand. Und Uli Borowka hat natürlich eine Aufgabe, die nicht leicht zu bewältigen ist. Er läuft an, dreht sich um, läuft an und die Entscheidung und Tor! Tor für Werder Bremen, die Entscheidung ist da. Werder Bremen ist der Pokalsieger. Dreimal ist Bremer recht. Nach zwei finalen Niederlagen geht der Pott endlich nach Bremen. 30 Jahre nach dem ersten Pokalsieg 1961. Das Sprungbrett für einen noch größeren Erfolg. Der Europapokal der Pokalsieger 1992. Die erste Runde entpuppt sich als leichtes Los. Gegen die Rumänen aus Bacau schießt Bremen insgesamt 11 Tore. In Runde 2 bleibt Werder auch im ungewohnten Rot gegen Budapest mit 3:2 und 1:0 erfolgreich. Im Viertelfinale bezwingt Bremen Istanbul in der Schlussphase mit 2:1 und hält in der Türkei ein 0:0. Die beiden Halbfinalspiele gegen Brügge werden von Krawallen überschattet. Sportlich korrigiert Werder die 0:1 Hinspielniederlage und siegt zu Hause mit 2:0. Treffer Nummer 1 durch Marco Bode. Das 2:0 durch Manfred Bockenfeld öffnet das Tor ins Finale. In Lissabon heißt der Gegner Monaco. Rehagel gelassen und Lemke zunächst angespannt. Doch das legt sich, als Klaus Allofs das 1:0 markiert. Allofs war zur Überraschung aller ins Team gekommen. Auch der gegnerische Trainer Arsène Wenger hatte nicht mit ihm gerechnet. Und als Vinten Rufer nach dem Seitenwechsel auf 2:0 erhöht, löst sich auch die Spannung beim Werder-Manager. Und dann ist es soweit. Am 6. Mai 92, kurz nach 22 Uhr, feiert der SV Werder den größten Triumph in der Vereinsgeschichte. Der Europacup, auch für Willy Lemke verdienter Lohn seiner Arbeit. Bremens Manager, immer 100% Einsatz für den SV Werder. Dauerbrenner und Dauerrenner. Willy Wahnsinn, der Marathonmann. Lemke? Nein, mein Mann ist leider nicht zu Hause. Der ist kilometerfressend. 4 Stunden über glühendem Asphalt. In New York stellt sich Willy Lemke der Herausforderung seines Lebens. Doch da bleibt er ein Self-Made-Man. Nein, ich bin doch keine Oma. Im Rückspiel gehen die Münchner durch Wohlfahrt zunächst in Führung. Doch nach diesem Foul von Kohler an Rufer heißt es Elfmeter für Bremen. Der Gefaulte selbst tritt an. Ausnahmsweise mal nicht mit der Seite, sondern mit Wucht und mit etwas Glück. Auch zu Saisonbeginn 91-92 gehen die Bayern in Bremen durch Lautrup in Führung. Doch erneut ist es Vinten Rufer, der den Ausgleich erzielt. Legats sensationelle Flanke aus der Luft und ein präziser Kopfball von Kiwi. In München dann wieder ein Fußballfest vom Feinsten. Nach direktem Spiel über 5 Stationen trifft Rufer zum 1:0 für Werder.
Mit einem Steilpass leitet Uwe Hartgen den zweiten Treffer ein. Marco Bode ohne Probleme. In der zweiten Halbzeit baut Werder die Führung weiter aus. Rufer mit dem Kopf, Eils mit Übersicht und Kohn mit dem 3:0. Doch dann wird es noch einmal eng für Werder. Erst trifft Masinho zum 1:3 und dann der Anschlusstreffer durch Oliver Reck. Aber Bremen lässt sich den Sieg nicht mehr nehmen. Uli Borowka sieht das Loch in der Bayern-Abwehr und erzielt den vierten Treffer für Werder. Und auch die Saison 92-93 steht wieder unter folgendem Motto. Riesenstimmung im Bayern-Zelt auf dem Bremer Freimarkt. Neuzugang Dietmar Beiersdorfer heizt den Fans traditionell ein. Aber auch Johnny Otten hat Gold in der Kehle. Tags zuvor im Olympiastadion. Und wieder einmal triumphiert Werder beim bis dahin souveränen Tabellenführer. Ein Handspiel von Bruno Labbadia im Strafraum ermöglicht Werders Führungstreffer durch Rufer per Elfmeter. Nach dem Seitenwechsel ist es erneut Rufer, der nach Zuspiel von Herzog auf 2:0 erhöht. Maßarbeit. Noch sehenswerter aber der dritte Bremer Treffer. Otto Rehhagel hatte zu Saisonbeginn Andi Herzog verpflichtet und hier zeigt der Österreicher seine ganze Klasse. Ein Kunstschuss von Werders neuem Spielmacher. Nach dem 3:1 Triumph Anerkennung selbst vom Münchner Libero Olaf Thun. Wir sind mit Sicherheit nicht die schlechtere Mannschaft, aber die Mannschaft mit dem besseren Herzen hat gewonnen. Einen Tag vor dem Rückspiel in Bremen wird die Partie von den beiden Trainern bereits am grünen Tisch entschieden. Ehrentreffer mit 4:1. Ja. 4:1 für Erich Ribbeck, doch wichtig ist halt auf dem Platz. Und da sind die Bremer nun mal die besseren Kicker. Den besseren Start aber erwischen die Gäste aus München. Das 0:1 durch Christian Ziege. Bremen zeigt sich wieder als Mannschaft mit Kämpferherz. Der Sololauf von Andi Herzog kann nur durch ein Foul von Ziege gestoppt werden. Strafstoß. Und ein Elfmeter für Bremen bedeutet ein Tor für Bremen. Wenn Vinten Rufer antritt. In unnachahmlicher Manier locht er ein. Nach dem Seitenwechsel wird Andi Herzog erneut im Strafraum zu Fall gebracht. Diesmal von Torwart Gospodarek. Eine Szene, die noch lange nach dem Schlusspfiff für Diskussionen sorgt. Und die Frage heißt, ist er hingegangen oder weggeblieben, meine Herren Trainer? Also ich möchte gerne wissen, mit welchem Fuß der den berührt haben soll. Mit dem rechten? Ja, mit dem rechten. Der steht da am Boden. Ja, aber trotzdem, er hat auch nicht den Ball getroffen. Das ist ja auch das Thema. Der geht hin und ist an der Runde. Der ist ja noch weggeblieben, weil er wusste, was passiert. Ja, ja. Ist er weggeblieben? Nee, der ist nicht weggeblieben, der ist hingegangen. Aber nee, ich behaupte, ist doch egal. Ja, das ist egal. Was soll's? Ja, aber der Torwart, er muss wissen, erstens, ist es keine Chance für ihn, wenn er da so hingeht, dann muss er immer, läuft er in Gefahr. Er ist dann weggeblieben. Ja, das muss man doch mal deutlich sagen. Ja, vielleicht bin ich blind oder ich war. Ja, aber weggeblieben ist er nicht, er ist hingegangen. Wenn er weggeblieben wäre, dann wäre er im Tor geblieben. Ja, dann bleibt er ganz, ja. Wäre noch besser geworden. Beim anschließenden Strafstoß von Rufer entscheidet sich Gospodarek eindeutig fürs Wegbleiben. Das 2:1 für Werder. Ein katastrophaler Fehler von Thun leitet das 3:1 ein.
Bode passt auf, schnappt sich den Ball und hat freie Bahn. Das Abspiel im richtigen Moment und Andreas Herzog zeigt sich nervenstark. Das freut auch Otto. Der vierte Treffer für Bremen zeigt Konterfußball in Perfektion. Borowka mit dem Pass in die Spitze, direkte Weitergabe von Rufer und Bernd Hopsch macht alles klar. So heißt es am Ende wie beim Kickerduell der Trainer, tatsächlich 4:1, nur diesmal für Bremen. Spätestens nach diesem Erfolg ist Werder der Bayernjäger Nummer 1, doch München bleibt bis zum vorletzten Spieltag Tabellenführer. Dann empfängt Werder den HSV zu Hause im Weserstadion. Fünf Tore gegen den Nordrivalen verschaffen Bremen erstmals die Tabellenführung. Zweimal Herzog, zweimal Rufer und Kohn sind die Torschützen. So wird der Kampf um die Schale am letzten Spieltag entschieden. Bremen muss zum Titelverteidiger nach Stuttgart. Nur zwei Tore liegt Werder vor den Bayern, die im Fernduell auf Schalke ran müssen. Nach einer torlosen ersten Halbzeit in Stuttgart, dann endlich die Führung für Werder. Hopsch trifft zum 1:0. Beim zweiten Treffer leistet Hopsch die Vorarbeit und Wolter vollendet. Das 3:0 besorgt der Leipziger dann wieder selbst. Bayern spielt zur gleichen Zeit nur 3:3 unentschieden. Werder feiert die zweite deutsche Meisterschaft. Geschafft! Ausgerechnet in Stuttgart, wo sie 7 Jahre zuvor den Titel verspielten, halten sie sich jetzt schadlos. Ein Überraschungscoup, mit dem vor Saisonbeginn niemand gerechnet hat. Das Objekt der Begierde ist zum zweiten Mal innerhalb von 5 Jahren in Bremer Hand. Da bepfiffen sich im Randstudio selbst die Funktionäre. Soll ich oder soll ich nicht? Triumphale Rückreise. Sogar im Cockpit ist für Werder geflaggt. Und zu Hause haben die Fans inzwischen schon die Gewissheit. Werder Bremen, das heißt, jedes Jahr eine neue Feier auf dem Marktplatz. Das ist das Allerschärfste, was wir bei Werder Bremen 12 Jahren erlebt haben.
Die Meisterschaft war auch ein Verdienst von zwei Spielern. Als Nachfolger von Dieter Budenski steht Oliver Reck schon im ersten Meisterjahr 88 im Tor. Vom Image des Pannen-Olli avanciert er zum großen Rückhalt seiner Mannschaft. In der gesamten Saison 92-93 ließ er nur 5 Gegentore im Weserstadion zu. Olli Reck hat viel dazugelernt und er gibt dieses auch gerne weiter. Zum anderen ist da Andi Herzog, der Fußball-Mozart. Die Renaissance des Spielmachers ist bei Werder eng mit dem Namen Herzog verknüpft. Er verkörpert das neue Kreativzentrum in Bremen und steht für ein Stück Bremer Spielkultur. Vor der Saison tätigt er wieder einmal einen Glücksgriff. Rehagel holt Mario Basler, der Mann zwischen Genie und Extravaganz. Lebemann, Eigenbrötler, Hitzkopf und begnadeter Fußballer. Rehagel ist ein Liebling der schönen Künste, vielleicht auch deshalb ein Basler Gönner. Die Spielweise von Super Mario hält manchem sportlichen Kunstbegriff stand. In seiner zweiten Saison bei Werder schießt er 20 Bundesliga-Tore. Und auch im Pokal führt Basler sein Team von Runde zu Runde. Der entscheidende Treffer im Viertelfinale 93-94 gegen Kaiserslautern. Zum Halbfinale reist Werder nach Dresden und geht auch dort als Sieger vom Platz. Winton Rufer und das 1:0. Die Entscheidung durch Frank Neubart. Mr. Europacup sorgt dafür, dass sie auch im nationalen Pokalwettbewerb weiter auf Reisen gehen. Der Gegner im Finale heißt Rot-Weiß Essen und zunächst läuft auch alles nach Plan. Bodes Pass lenkt Beiersdorfer zum 1:0 ins Tor. Das 2:0 folgt durch Andi Herzog und alles scheint seinen Weg zu gehen. Doch es wird noch einmal spannend. Dem Außenseiter gelingt der Anschlusstreffer. Erst ein verwandelter Handelfmeter durch Winton Rufer stellt den dritten Pokalsieg in der Vereinsgeschichte sicher. Am Ende jubeln sie zunächst verhalten. Erfolge sind in Bremen zur Gewohnheit geworden. Die wahre Freude jedoch stellt sich auch nach diesem Triumph schnell wieder ein. Nur Mario Basler muss erst überredet werden, zur Siegerehrung zu kommen. Er war sauer, dass sein Trainer ihn vorzeitig ausgewechselt hatte. Und tags darauf trifft sich ganz Bremen wieder in der guten Stube, auf dem Marktplatz, in fröhlicher Ausgelassenheit, wie inzwischen jedes Jahr. Siegesfeier mit einer Träne im Knopflauch. Rune Bratzett, inzwischen längst ein Idol, nimmt Abschied. Seine Kollegen setzten noch eins drauf. Im Supercup schlägt Pokalsieger Werder den Meister Bayern. Wladimir Vestschastnik, der Neue, bringt seinen Club in Führung. Eckstoß Rufer. Kopfball Schulz. Und das 2:1, nachdem Nellinger zuvor ausgeglichen hatte und für die Verlängerung sorgte. Mario Basler dann als genialer Passgeber. Zur rechten Zeit in den freien Raum, Rufer besorgt den Endstand von 3:1. 1995, ein Jahr der Erfolge. Und auch ein Jahr, in dem Winton Rufer Abschied nimmt. Er geht am Ende der Hinrunde, weil ihm ein lukratives Angebot aus Japan vorliegt. Ich muss ehrlich sagen, mir kommen fast die Tränen in den Augen. Kiwi, Christ und Charisma. Vorbild wollte er sein, aber kein Missionar. Ein weiterer Großer in der Reihe von Glücksgriffen des Otto Rehagel. Die Mannschaft sagte sogar öffentlich Tschüss für Winton. Wir haben viele Freunde gehabt und mit dir auch viel Freude. Und jetzt hat der Didi Beiersdorfer, der Marco Bode und ich haben uns was einfallen lassen zum Abschied. Ich muss kurz das Mikrofon weglegen.
Winden geht und ich bleib traurig zurück. 6 Wochen später wird dann auch der Abschied des Trainers bekannt. Otto Rehhagel will nach München und die Fans reagieren zunächst sehr schroff. Beschissen, absolut beschissen. Überall, zu Schalke, Dortmund, aber nicht zu Bayern. Absolute Scheiße! Ich finde es sehr gut, er hätte zu jedem Verein gehen können, aber nur nicht nach Bayern. Ja, ich finde das voll daneben. Absolut. Das ist dein Heimatverrat, ich bin zutiefst enttäuscht und ich hätte ihm das nie zugetraut. Ich habe ja die ganze Zeit auch mit mir zu kämpfen gehabt, auch in den Monaten, wo ich jetzt hier war, weil viele Leute in der Stadt und die sind zu mir gekommen, jetzt noch vor dem Spiel am Freitag, als ich im Café saß, kam eine etwas ältere Dame, die hat mich in den Arm genommen und hat geweint und hat gesagt, es tut mir furchtbar leid, dass sie weggehen. Also da kämpfe ich auch mit den Tränen, nicht wahr? König Otto tut sich schwer mit seinem Entschluss. 14 Jahre in Bremen haben ihn geprägt und zur Mannschaft hat er ein väterliches Verhältnis aufgebaut. Zunächst macht sich Trauer breit im Team, doch dann sagen sie sich, jetzt erst recht. Gegner im Titelkampf ist im letzten Rehhageljahr Borussia Dortmund. Im direkten Vergleich gewinnt der SV Werder 3:1 und ist Tabellenführer. Wieder einmal bricht Andi Herzog den Bann. Nach Vorarbeit von Bode meldet sich Basler zur Stelle. Die Bremer sind nicht mehr zu halten. Der Schlusspunkt erneut durch Super Mario, der seine beste Saison für Werder spielt und das große Ziel fest vor Augen hat. Wir können es aus eigener Kraft schaffen, dass wir deutscher Meister werden, wenn wir jetzt alle Spiele gewinnen. Da kann uns keiner mehr aufhalten, dann haben wir am Schluss 1 Punkt Vorsprung. Die Sache geht doch noch schief. Ausgerechnet in München bei seinem neuen Verein wird Otto der Titel auf der Zielgeraden entrissen. Der Rückstand nach diesem Treffer von Christian Ziege, Otto im Frustloch. Baslers 1:1 per Elfmeter. Neue Hoffnung bei Werder. Bis 2 weitere Tore der Bayern alles zunichte machen. Werder spielt an diesem Tag weit unter Form und muss Dortmund doch noch den Titel überlassen. Die Meisterschaft konnten sie Otto zum Abschied nicht mehr schenken. Dafür gab es dann aber ganz persönliche Grüße. Danke für 14 schöne Jahre. »14 Jahre lange Zeit, aber nichts ist für die Ewigkeit, bevor der Pierboss ihn als Hamlet holt, sein Hochstadt Richtung München rollt. Jakobs Knigge, Kaffeeengel, kein Stuhl, auf dem er nicht Zeitung las, benutzte Zepter nie als Prängel, gab lieber heimlich im Bolidengas. König Otto von Bremen hat so lang und gut regiert, auf mehr als ein Trainer wusste es immer, was passiert. König Otto von Bremen, du nimmst jetzt deinen Hut, aber was auch geschehen wird, Otto find ich gut. Otto find ich gut. Ganz nüchtern gesagt, mein Job damals hier begonnen, da konnte ich nicht wissen, dass es noch mal solch ein wunderbarer Erfolgsweg werden würde. Ich habe viele Menschen kennengelernt und ich bin in dieser Stadt wirklich sehr gut zurechtgekommen. Die Leute waren immer freundlich zu mir und ich kann nur für mich sagen, ja, das habe ich schon gesagt, wer also 14 Jahre in Bremen gelebt hat, der wird diese Stadt für immer in seinem Herzen tragen. Ottos Ausflug nach München dauert nicht mal ein Jahr, da setzen ihn die Bayern vor die Tür. Und als Kaiser Franz zum Saisonende 95-96 nach Bremen kommt, da rächt Werder die Entlassung des geliebten Trainers beim ungeliebten Gegner. Bayern geht zwar durch 2 Treffer von Kostadinov in Führung, doch Bernd Hopsch gelingt noch vor der Pause der Anschlusstreffer. Nach dem Seitenwechsel ist es 2-mal Marco Bode, der für den 3:2-Erfolg der Gastgeber sorgt und Bayerns Titelträume damit platzen lässt.
1996 ist auch das Jahr, in dem zwei weitere Werder-Legenden ihren Abschied nehmen. Mirko Botava, der Methusalem, der Ötzi. Nach 357 Bundesligaspielen sagt der 40-Jährige ebenso Tschüss wie Mr. Europacup. Frank Neubart, 14 Jahre spielte er für Werder, erzielte 97 Tore und ist neben Rudi Völler erfolgreichster Schütze. Zwei andere Helden kehren dafür heim als frischgebackene Europameister. Marco Bode und natürlich Dieter Eils, der Superstar bei der EM in England. In der Bundesliga läuft es seit Rehagels Weggang hingegen nicht mehr rund. Ottos Erben müssen einen steinigen Weg gehen. Arte Moss scheitert schon nach einem halben Jahr. Und auch Dixi Dörner fehlen der sportliche Erfolg und Durchsetzungsvermögen bei den Spielern. Im Sommer 97 übernimmt Co-Trainer Sitka die Mannschaft und schafft nach 3 Jahren Abstinenz wieder die Qualifikation für den UEFA Cup. Im UI-Cup-Finale schlägt Werder die Elf von Novi Sad zu Hause mit 1:0. Torschütze Dieter Frey. Auswärts reicht dann ein 1:1 Unentschieden. Der missglückte Start in die Saison 98-99 zwingt das Präsidium aber erneut zum Handeln. Mit dem Amtsantritt von Felix Magath scheint ein neuer Wind an der Weser zu wehen. Kontinuierlich spielt sich der SV Werder vom Tabellenkeller nach vorne. Gerade rechtzeitig zum 100-jährigen Geburtstag des Vereins. Das größte Geschenk zum Jubiläum bereitet sich die Mannschaft dann auch selbst mit dem Erfolg im DFB-Vereinspokal. Eigentlich ist es ein leichter Weg nach Berlin gewesen, doch Werder hat sich schwer getan. Schon in der ersten Runde bei den Amateuren von Bayer Leverkusen nur 2:1 in der Verlängerung. Etwas mühsam geht es weiter auf dem Weg nach Berlin. Beinahe das Aus in der zweiten Runde, doch die Bremer kämpfen sich weiter. Zu Hause gegen Hansa Rostock 3:2. Bis dahin hat Sitka noch das Kommando gehabt. Den weiteren Weg nach Berlin ebnet der Mann, der für seine harten Trainingsmethoden bekannt ist. Felix Magath. Im Achtelfinale wieder Losglück für die Bremer. Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, doch auch das geht nicht ohne Zittern. Mit 3:2 geht es weiter Richtung Berlin gegen Berlin. Heimspiel gegen Tennis Borussia und Pavel Beutala köpft Werder in der Verlängerung ins Halbfinale. Die Fans träumen schon vom Endspiel. Der Weg ins Finale führt Werder über Wolfsburg. Marco Bode erzielt den 1:0 Siegtreffer. Doch der Held des Abends ist Frank Rost. Trotz einer tiefen Fleischwunde am Knie hält er einen Elfmeter kurz vor Schluss. Jubel bei den Bremern, denn diese Parade von Rost bringt Werder endgültig nach Berlin. Doch da ist das Team nur krasser Außenseiter. Mit Bayern München trifft Bremen im Finale auf die dominierende Mannschaft der Saison. Nach dem Rücktritt von Magath erscheint wieder ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Nach der Pflicht mit dem Klassenerhalt will Thomas Schaaf auch die Kür mit dem Pokalsieg schaffen. Es geht gut los. Dabrowski auf Maximow und das 1:0 bereits in der 4. Minute. In der kampfbetonten Partie schafft Bayern durch Janka noch den Ausgleich. 1:1 heißt es nach 120 Minuten und so muss das Elfmeterschießen entscheiden. Bayern geht 4:3 in Führung, doch Dieter Eils nervenstark zum Ausgleich. Aber die Münchner haben noch einen Versuch. Effenberg kann alles klar machen. Vorbei und kollektive Erleichterung bei Werders Trainerstab. Alles ist wieder offen und es beginnen die größten Erfolgsminuten von Frank Rost. Zunächst bringt er Bremen in Führung. Souverän verliert Rost Torwartkollege Olli Kahn. Und plötzlich liegt aller Druck auf Seiten der Münchner in persona Lothar Matthäus. Hochspannung bei ihm und Trainer Hitzfeld. Dann, Matthäus läuft an, Rost hält. Werder hat es wieder einmal geschafft. Nach einer völlig verkorksten Saison findet das 100-jährige Vereinsjubiläum doch noch ein gutes Ende. Der dritte Pokalerfolg in den 90ern ist vollbracht.
Und er ist der Held des Abends, Frank Rost. Sein gehaltener Elfmeter krönt die tolle Leistung der Bremer in diesem Spiel. Stellvertretend für die Mannschaft und den Verein empfängt Kapitän Dieter Eils die verdiente Trophäe. Der Pott als Happy End in einer Achterbahnsaison. Bei Völlers Wechsel nach Italien zum AS Rom fließt so manche Träne. Und die Journalisten fragen sich besorgt, was wird aus Werder? Das Präsidium gibt die Antwort und holt einen fast unbekannten 21-Jährigen von der Spree an die Weser. Und nicht zuletzt dank 18 Treffern von Karl-Heinz Riedle gelingt 1988 endlich das, wonach sich Bremen seit 23 Jahren sehnt. Die zweite deutsche Meisterschaft. Mit einem 1:0 Erfolg in Frankfurt beschließt Werder eins der erfolgreichsten Jahre in der Vereinsgeschichte. Bremen kassiert in dieser Saison nur 22 Gegentore. Das bedeutet ebenso ewigen Bundesliga-Rekord wie die 641 Spielminuten von Oliver Reck ohne Gegentreffer. Und in der Hansestadt feiern sie wieder einmal. Eine ganze Stadt ist auf den Beinen, um ihre Helden hautnah zu erleben. In derselben Saison beginnt Werder Europapokalgeschichte zu schreiben. Das Spiel gegen Spartak Moskau gilt als das erste Wunder von der Weser. Nach der Hinspielniederlage von 1:4 kann Werder durch zwei Lebemann, Eigenbrötler, Hitzkopf und begnadeter Fußballer. Rehagel ist ein Liebling der schönen Künste, vielleicht auch deshalb ein Basler Gönner. Die Spielweise von Super Mario hält manchem sportlichen Kunstbegriff stand. In seiner zweiten Saison bei Werder schießt er 20 Bundesliga-Tore. Und auch im Pokal führt Barca sein Team von Runde zu Runde. Der entscheidende Treffer im Viertelfinale 93-94 gegen Kaiserslautern. Zum Halbfinale reist Werder nach Dresden und geht auch dort als Sieger vom Platz. Winton Rufer und das 1:0. Die Entscheidung durch Frank Neubart. Mr. Europacup sorgt dafür, dass sie auch im nationalen Pokalwettbewerb weiter auf Reisen gehen. Der Gegner im Finale heißt Rot-Weiß Essen. Und zunächst läuft auch alles nach Plan. Bodes Pass lenkt Beiersdorfer zum 1:0 ins Tor.
Das 2:0 folgt durch Andi Herzog und alles scheint seinen Weg zu gehen. Völlers Wechsel nach Italien zum AS Rom fließt so manche Träne. Und die Journalisten fragen sich besorgt, was wird aus Werder? Das Präsidium gibt die Antwort und holt einen fast unbekannten 21-Jährigen von der Spree an die Weser. Und nicht zuletzt dank 18 Treffern von Karl-Heinz Riedle gelingt 1988 endlich das, wonach sich Bremen seit 23 Jahren sehnt. Die zweite deutsche Meisterschaft. Mit einem 1:0 Erfolg in Frankfurt beschließt Werder eins der erfolgreichsten Jahre in der Vereinsgeschichte. Bremen kassiert in dieser Saison nur 22 Gegentore. Das bedeutet ebenso ewigen Bundesliga-Rekord wie die 641 Spielminuten von Oliver Reck ohne Gegentreffer. Und in der Hansestadt feiern sie wieder einmal. Eine ganze Stadt ist auf den Beinen, um ihre Helden hautnah zu erleben. Das Objekt der Begierde ist zum zweiten Mal innerhalb von 5 Jahren in Bremer Hand. Da bepfiffen sich im Randstudio selbst die Funktionäre. Soll ich oder soll ich nicht? Triumphale Rückreise. Sogar im Cockpit ist für Werder geflaggt. Und zu Hause haben die Fans inzwischen schon die Gewissheit. Werder Bremen, das heißt, jedes Jahr eine neue Feier auf dem Markt. Außerhalb des Fußballs Angriff war das die schönste Zeit, auf jeden Fall. Völlers Wechsel nach Italien zum AS Rom fließt so manche Träne. Und die Journalisten fragen sich besorgt, was wird aus Werder? Das Präsidium gibt die Antwort und holt einen fast unbekannten 21-Jährigen von der Spree an die Weser. Und nicht zuletzt dank 18 Treffern von Karl-Heinz Riedle gelingt 1988 endlich das, wonach sich Bremen seit 23 Jahren sehnt. Die zweite deutsche Meisterschaft. Mit einem 1:0 Erfolg in Frankfurt geht der Pott endlich nach Bremen. 30 Jahre nach dem ersten Pokalsieg 1961.
Das Sprungbrett für einen noch größeren Erfolg. Der Europapokal der Pokalsieger 1992. Die erste Runde entpuppt sich als leichtes Los. Gegen die Rumänen aus Bacau schießt Bremen insgesamt 11 Tore. In Runde 2 bleibt Werder auch im ungewohnten Rot gegen Budapest mit 3:2 und 1:0 erfolgreich. Im Viertelfinale bezwingt Bremen Istanbul in der Schlussphase mit 2:1 und hält in der Türkei ein 0:0. Die beiden Halbfinalspiele gegen Brügge werden von Krawallen überschattet. Sportlich korrigiert Werder die 0:1 Hinspielniederlage und siegt zu Hause mit 2:0. Treffer Nummer 1 durch Marco Bode. Das 2:0 durch Manfred Bockenfeld öffnet das Tor ins Finale. Bremen entwickelt hat. Werder Bremen ist eben noch ein Verein, ist das. Das ist noch, hier ist noch Gemeinschaftsleben drin. Das Sprungbrett für einen noch größeren Erfolg. Der Europapokal der Pokalsieger 1992. Die erste Runde entpuppt sich als leichtes Los. Gegen die Rumänen aus Bacau schießt Bremen insgesamt 11 Tore. In Runde 2 bleibt Werder auch im ungewohnten Rot gegen Budapest mit 3:2 und 1:0 erfolgreich. Im Viertelfinale bezwingt Bremen Istanbul in der Schlussphase mit 2:1 und hält in der Türkei ein 0:0. Die beiden Halbfinalspiele gegen Brügge werden von Krawallen überschattet. Sportlich korrigiert Werder die 0:1 Hinspielniederlage und siegt zu Hause mit 2:0. Treffer Nummer 1 durch Marco Bode. Das 2:0 durch Manfred Bockenfeld öffnet das Tor ins Finale. In Lissabon heißt der Gegner Monaco. Rehagel gelassen und Lemke zunächst angespannt. Doch das legt sich, als Klaus Aller... Die Mannschaft hat Großes vollbracht, doch weiß der Vorstand, dass neue Spieler kommen müssen. Frank Neubart, Wolfgang Sitka und vor allem Rudi Völler erweisen sich als wahre Glücksgriffe. Ich bin aus der zweiten Liga gekommen, zwar als Torschützkönig von 60 München, bin nach Bremen gegangen und Otto Rehagel hat mir sofort das Gefühl gegeben, dass ich sein absoluter Topmann bin, dass er auf mich baut und hat gesagt, so die Spielweise, wie wir spielen in Bremen, wir sind zwar noch so ein bisschen die graue Maus, das war damals so 82, aber die Spielweise, die wir spielen, die wird dir Rudi absolut zugutekommen. Du wirst dadurch viele Tore schießen und wirst früher oder später in der Nationalmannschaft kommen. Mit beidem sollte Otto Rehagel recht behalten. Gleich im ersten UEFA-Cup-Spiel nach dem Wiederaufstieg stellt Völler gegen Frankfurt-Oder seine Torgefährlichkeit unter Beweis.
Zunächst trifft Uwe Reinders, einer der Publikumslieblinge in den 80ern. Und dann folgt der Auftritt des Neuen. Rudi Völler macht den Erfolg perfekt. Endstand 2:0. Die Saison 82-83 beendet Bremen als Vizemeister, punktgleich mit dem HSV. Trotzdem wird in der Stadthalle die erneute Teilnahme am UEFA Cup gefeiert. In der Saison 83-84 trifft Werder in der ersten Runde auf die Schweden von Malmö FF. Bruno Petzai und Wolfgang Sittka besorgen den Einzug in die zweite Runde. Das Aus. Das 3:0 besorgt der Leipziger dann wieder selbst. Bayern spielt zur gleichen Zeit nur 3:3 unentschieden. Werder feiert die zweite deutsche Meisterschaft. Geschafft. Ausgerechnet in Stuttgart, wo sie 7 Jahre zuvor den Titel verspielten, halten sie sich jetzt schadlos. Ein Überraschungscoup, mit dem vor Saisonbeginn niemand gerechnet hat. Das Objekt der Begierde ist zum zweiten Mal innerhalb von 5 Jahren in Bremer Hand. Da bepfiffen sich im Randstudio selbst die Funktionäre. Soll ich oder soll ich nicht? Da sind wir zu Hause. Da ist Werder Bremen. Da sind wir zu Hause. Wir stehen für Werder ein. Für SV Werder ein. Für Werder Bremen. Unseren Verein. Wir stehen für Werder ein. Das soll der Schlachtruf sein. Werder stürmt kompromisslos, weiß um seine Chance. Eckball nach innen und Tor! Matischak hat die Ecke eingeköpft. Werder Steilangriff, nach vorne gespielt, auf Böckner. Der vorbei an Wessel, ins leere Tor. Tor! Matischak, der gibt zu Werner. Werner nach innen, Tor! Ohrenbetäubender Jubel. Das hat Bremen noch nicht erlebt, was sich jetzt abspielt. Hier haben sich bereits einige tausend Menschen eingefunden, die trotz des schlechten Wetters hier geduldig ausharren, um die Mannschaft zu begrüßen. Und hier ist sie zum ersten Mal in Bremen, die Viktoria, die Silberschale. Die Mannschaft hat Großes vollbracht, doch weiß der Vorstand, dass neue Spieler kommen müssen. Frank Neubart, Wolfgang Sittka und vor allem Rudi Völler erweisen sich als wahre Glücksgriffe. Ich bin aus der zweiten Liga gekommen, zwar als Torschützkönig von 60 München, bin nach Bremen gegangen und Otto Rehagel hat mir sofort das Gefühl gegeben, dass ich sein absoluter Topmann bin. Dass er auf mich baut und hat gesagt, so die Spielweise, wie wir spielen in Bremen, wir sind zwar noch so ein bisschen die graue Maus, das war damals so 82, aber die Spielweise, die wir spielen, die wird dir Rudi absolut zugutekommen. Du wirst dadurch viele Tore schießen und wirst früher oder später auch in der Nationalmannschaft kommen. Mit beidem sollte Otto Rehagel recht behalten. Gleich im ersten UEFA-Cup-Spiel nach dem Wiederaufstieg stellt Völler gegen Frankfurt-Oder seine Torgefährlichkeit unter Beweis. Zunächst trifft Uwe Reinders, einer der Publikumslieblinge in den 80ern. Und dann folgt der Auftritt des Neuen. Rudi Völler macht den Erfolg perfekt. Endstand 2:0. Die Saison 82-83 beendet Bremen als Vizemeister, punktgleich mit dem HSV. Trotzdem wird in der Stadthalle die erneute Teilnahme am UEFA Cup gefeiert. In der Saison 83-84 trifft Werder in der ersten Runde auf die Schweden von Malmö FF.
Bruno Petzai und Wolfgang Sitka besorgen den Einzug in die zweite Runde. Das Aus kommt schließlich gegen den ersten FC Leipzig, dem ein lukratives Angebot aus Japan vorliegt. Ich muss ehrlich sagen, mir kommen fast die Tränen in den Augen. Kiwi, Christ und Charisma. Vorbild wollte er sein, aber kein Missionar. Ein weiterer Großer in der Reihe von Glücksgriffen des Otto Rehhagel. Die Mannschaft sagte sogar öffentlich Tschüss für Winter. Wir haben viele Freunde gehabt und mit dir auch viel Freude. Und jetzt hat sich der Didi Beiersdorfer, der Marco Bode und ich haben uns was einfallen lassen zum Abschied. Ich muss kurz das Mikrofon weglegen. Winden geht und ich bleib traurig zurück. Sechs Wochen später wird dann auch der Abschied des Trainers bekannt. Otto Rehhagel will nach München und die Fans reagieren zunächst sehr schroff. Beschissen, absolut beschissen. Überall, zu Schalke, Dortmund, aber nicht zu Bayern. Absolute Scheiße! Ich wünsche dich sehr gut, er hätte zu jedem Verein gehen können, aber nur nicht nach Bayern. Ja, ich finde das voll daneben. Absolut. Das ist dein Heimatverrat, ich bin zutiefst enttäuscht und ich hätte ihm das nie zugetraut. Ich habe ja die ganze Zeit auch mit mir zu kämpfen gehabt, auch in den Monaten, wo ich jetzt hier war, weil viele Leute in der Stadt und die sind zu mir gekommen, jetzt noch vor dem Spiel am Freitag, als ich im Café saß, kam eine etwas ältere Dame, die hat mich in den Arm genommen und hat geweint und hat gesagt, das tut mir furchtbar. Im Achtelfinale wieder Losglück für die Bremer. Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf, doch auch das geht nicht ohne Zittern. Mit 3:2 geht es weiter Richtung Berlin gegen Berlin. Heimspiel gegen Tennis Borussia und Pavel Beutala köpft Werder in der Verlängerung ins Halbfinale. Die Fans träumen schon vom Endspiel. Der Weg ins Finale führt Werder über Wolfsburg. Marco Bode erzielt den 1:0 Siegtreffer. Doch der Held des Abends ist Frank Rost. Trotz einer tiefen Fleischwunde am Knie hält er einen Elfmeter kurz vor Schluss. Jubel bei den Bremern, denn diese Parade von Rost bringt Werder endgültig nach Berlin. Doch da ist das Team nur krasser Außenseiter. Mit Bayern München trifft Bremen im Finale auf die dominierende Mannschaft der Saison. Nach dem Rücktritt von Magath erscheint wieder ein neuer Trainer an der Seitenlinie. Nach der Pflicht mit dem Klassenerhalt will Thomas Schaafen auch die Kür mit dem Pokalsieg schaffen. Es geht gut los. Dabrowski auf Maximow und das 1:0 bereits in der 4. Minute. In der kampfbetonten Partie schafft Bayern durch Janka noch den Ausgleich. 1:1 heißt professionell geführter Club, der sich im Laufe seiner Geschichte zum Imageträger für Bremen entwickelt hat. Werder Bremen ist eben noch ein Verein. Hier ist noch Gemeinschaftsleben drin.